Was geht, Freunde? Willkommen zurück bei Lords Mobile und auf dem Kanal App Gaming. Heute schon wieder ein Video und das haben wir IGG zu verdanken. Und zwar haben die mal wieder ein fettes Update rausgehauen, was richtig geil ist. Und das nicht wegen des großen Wunders, sondern wegen den neuen Forschungen, die wir uns gleich zusammen angucken werden. Aber erstmal hier kurz zum großen Wunder. Lesen wir uns den Scheiß mal durch. Gildenmeister, die das große Wunder besetzt haben, können im eigenen Reich zum Oberherr oder im fremden Königreich Eroberer werden. Der Oberherr kann seinen Gildenmitgliedern und dem Reich helfen. Der Eroberer hingegen erhält nur den Titel. Also ist im Prinzip wie mit den Festen. Es gibt eine Friedenszeit, da kann niemand das Wunder angreifen. Dann gibt es eine Schlachtzeit, die geht, was weiß ich, 5 Stunden oder 6 Stunden, irgendwie so um den Dreh. Und da können die einzelnen Gilden versuchen, das große Wunder zu erobern. So, wenn sie das Wunder gehalten haben, können sie dann nach dieser Zeit, in der Friedenszeit, denke ich mal, die anderen Wunder in anderen Königreichen erobern. So, was für Vorteile hat das? Also, der Oberherr, der Gildenleiter der Gilde, die das Wunder eingenommen hat, ist dann der Oberherr. Und der kann Boosts für das Königreich bestimmen. Es gibt den Boost Forschungstempo 10%, den Boost Bautempo 10% und den Boost Trainingstempo 10%. Ob er jetzt die auch wechseln kann zwischendurch, weiß ich nicht. Wir spionieren das Teil mal, um mal zu gucken, was da drin ist. Ich werde das natürlich nicht angreifen, aber einfach mal so aus Interesse. So, wo waren wir stehen geblieben? Also der ist dann halt der Oberherr. Der kann dann halt, wenn er das eingenommen hat, in anderen Königreichen das Wunder erobern. Das bringt ihm, was ihm das bringt, weiß ich jetzt noch nicht. Da stand jetzt nur, dass er dann irgendwie einen Titel kriegt. Gucken wir uns mal aus anderen Königreichen an, ob da auch schon die großen Wunder freigeschaltet sind zum Erobern. Ne, hier zum Beispiel ist noch Friedenszeit. Es kann natürlich sein, dass immer zu verschiedenen Zeiten die großen Wunder angegriffen werden können. Das wäre natürlich auch sehr interessant. Auf jeden Fall war da jetzt noch Friedenszeit, obwohl bei uns man schon darum kämpfen kann. So, aber das eigentlich Interessante, das kommt jetzt. Es gibt neue Forschung und die sind enorm geil. Jetzt die ersten nicht, wir lesen uns die trotzdem mal durch. Wählt die Anzahl der Truppen anhand der vorhandenen Ressourcen aus. Also, ich verstehe das so, dass wenn ihr jetzt ein Feld besetzen wollt, der automatisch so viele Einheiten auswählt, wie ihr bräuchtet, um das komplette Feld abzufarmen. Aber dazu muss ich es erstmal forschen, um das genau wissen zu können. Das ist jetzt erstmal nur meine Vermutung, die ich durch das Lesen erhalte. So, und die nächsten 4 Forschungen sind halt so Subventionen für die T1-Truppen, die jetzt für uns eigentlich irrelevant sind, weil wir keine T1-Truppen mehr bauen. Und dann auch für die T2-Truppen könnt ihr halt 40% an Kosten sparen. Interessiert euch nicht. Jetzt kommen wir mal langsam zu den interessanten Sachen. Triage steigert Heilungstempo, Tempo und Lazarett, was natürlich auch sehr geil ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel 100.000 Truppen verliert, beziehungsweise verletzt habt, dann dauert das so lange, die zu heilen. 4-5 Tage. Und da ist das natürlich schon sehr geil. Ja, Schnellmanöver kennt jeder. Könnt ihr 30% schneller latschen. Auch nicht schlecht. So. Dann kommen wir mal zu den T3-Truppen. Das wird langsam interessant, dass die T3-Truppen weniger kosten. Auch, aber die hier nur 30%, nicht 40%. Aber trotzdem werde ich auch auf jeden Fall forschen. Aber das sind auch noch nicht die absolut geilen Forschungen, die ich meinte. Hier alles 30%, ich zeige das einmal. Sondern das kommt erst gleich. So geile Forschung, Leute. Das ermöglicht so viele neue Sachen. Da hat IGG echt Props an IGG. Gebt mal alle auf die Facebook-Seite von IGG und gebt denen dafür ein Like. Also ehrlich, was sie da jetzt rausgehauen haben, ist richtig geil. Und zwar jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen. Einmal die Kasernenerweiterung. Finde ich sehr geil. 20%. Habe ich mir schon vorher angeguckt, deswegen weiß ich das. 20% Trainingskapazität mehr. Finde ich richtig geil. So. Als nächstes. Wie teuer? Ja, das geht ja noch. 100.000 für das erste. Man braucht alle 3 Subventionen von den T3-Truppen auf Level 3, um das forschen zu können, und Akademie auf 18. Das heißt, ich kann das bald machen. So, und jetzt kommt's. Talentsets. Was ist das? Ich habe es jetzt noch nicht geforscht, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, was es ist. Ihr könnt jetzt eure Talentpunkte in verschiedenen Sets aufteilen. Das heißt, ihr könnt ein Set machen, wo ihr einfach nur
auf Infanterie geht, ein Set machen, wo ihr einfach nur auf Produktion geht, ein Set machen, wo ihr einfach nur auf Trainingstempo geht oder wo ihr einfach nur Sachen, Sachen auflevelt oder Talentpunkte reinsteckt, wo ihr Verteidigung mit höher machen könnt. Das heißt, ihr könnt euch verschiedene Sets machen und müsst euch nicht mehr Talentpunkte Neustart kaufen. So habe ich das jetzt verstanden. Kann natürlich sein, dass das nicht so ist, aber es macht sonst keinen Sinn. Und das finde ich richtig geil. Das ergibt so viele neue strategische Möglichkeiten. Eine komplette Gilde kann, wenn sie angegriffen werden, einfach ein Infanterie-Set machen, wo sie dann alle auf einmal ihre Infanterie pushen, weil sie alle Infanterie ausgebildet haben. Das ist so geil. Und jetzt seht ihr hier Trainingstempo 2, kann man auch nochmal ordentlich Trainingstempo-Boost kriegen. Das ist aber auch schon etwas teurer, aber man braucht auch, wie gesagt, die ganzen Subventionen von den T3-Truppen auf 3. Ist auf jeden Fall mega geil, dass mit diesen Talentpunkten setzt. Und es kommt noch besser, denn ihr könnt jetzt auch, ihr seht es, schneller Wechsel heißt es. Ihr könnt auch jetzt Ausrüstungssets haben. Das heißt, ihr macht ein Set für Angriff, ihr macht ein Set für Verteidigung, ihr macht ein Set für Forschung, ihr macht ein Set für Bautempo und. Das ist so geil. Bis zu 10 Sets könnt ihr dann hinterher haben, wenn ihr alles geforscht habt. Da bin ich nicht mal selber drauf gekommen. So, ich habe mir schon letztens mal so mit meinen Gildenmitgliedern überlegt, was kann man überhaupt verbessern? Also, was heißt überhaupt, was kann man verbessern an diesem Spiel? Da bin ich auf sowas gar nicht gekommen. Das ist so geil, dass ermöglicht so viele neue taktische Möglichkeiten. Und hier, größere Armee, ihr könnt auf einmal, wenn ihr Burg 25 habt, könnt ihr 5 Armeen verschicken. Jetzt könnt ihr mit eurer Forschung größere Armee 1 auf 6 erhöhen und ihr werdet gleich auch noch sehen, nach den Subventionen hier jetzt für die T4-Truppen, die auch 30% bringen, dass ihr 30% weniger Ressourcen braucht, um T4-Truppen auszubilden. Nach diesen Subventionen kommen wir auf größere Armee 2. Das heißt, ihr könnt sogar 7 Armeen gleichzeitig. So heftig, Leute, das ist einfach so heftig, was für neue Möglichkeiten das Update ergibt. Die Forschungen sind so geil, da haben sie sich echt was Gutes überlegt. Da muss man auch mal Props geben, man muss nicht immer nur nörgeln und meckern. Ja, momentan könnt ihr hier so Seelentotems angreifen. Die bringen euch halt Holz. Ist jetzt nicht so geil, ich meine, Holz hab ich noch nie gebraucht. Habe ich eigentlich immer genug gehabt. Gucken wir uns mal an, was wir da so spioniert haben im großen Wunder. Ach du Heilige. 2 Millionen Truppen. Wie viele T4-Truppen auch dabei sind. Ja, Leute, da kann ich natürlich mal mit meinen 40k T3-Truppen hinlaufen. Ich weiß gar nicht, ob die dann angreifen oder ob die sich einfach vor dem Wunder in Luft auflösen. Es macht auf jeden Fall Sinn, dieses Wunder anzugreifen. Krass. Naja, das war auf jeden Fall das Update, Freunde. Ich bin's, Optimus. Wenn dir das Video gefallen hat und du auch so zufrieden mit dem Update bist, gib dem Video doch einfach mal einen Daumen nach oben. Ich freue mich, dass ihr in letzter Zeit so aktiv seid bei den Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, Freunde.